Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum DVZ Talksofa Interview. Wir sind live auf der Transportlogistik in München, die wichtigste Messe für die Transport- und Logistikindustrie. Hier brummt es, wir sind am Tag 2. Das rote Sofa der DVZ steht im Mittelpunkt des Interesses. Das wundert uns nicht. Haben wir doch gute Voraussagen getroffen und viele interessante Talkgäste auch eingeladen. Zum Beispiel den Bundesverkehrsminister, den wir gestern begrüßen konnten. Das DVZ-Rote Sofa ist eine Institution. Hier geben sich Menschen, die wirklich was zu sagen haben in der Transportlogistikindustrie, die Klinke, das Mikro in die Hand. Aber manchmal ist der Augenblick gekommen, wo selbst die Institution, das rote Sofa der DVZ, Raum schaffen muss für andere Akteure. Moin Moin aus Hamburg. So sitzt sich das auf dem roten Sofa. Ich wollte schon immer mal hier rumflitzen. Olli, danke, dass du Platz gemacht hast. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben also das alles abgelöst von der DVZ. Ich muss sagen, wir müssen mal neue Federn sponsoren. Es setzt sich hier ein bisschen, also so lange können wir nicht warten. Ja, ist vor eine Stunde zu drehen, wir verkürzen das ein bisschen. Ich bin mit Hexenschuss angereist. Genau, mein Partner hat Rücken. Es ist nicht altersgerecht hier, Olli, da müssen wir nochmal reden. Aber Axel, wir sollen über die Messe reden. Wir wollen auch über die Messe reden. Genau. Und 4 Jahre keine Messe. Jetzt sind wir schon ein paar Tage hier mit einem eigenen Stand, hier in der gleichen Halle wie die DVZ, nämlich die Halle B3. Und wir haben unheimlich viel Spaß, auch unsere Mitarbeiter, heute sind 18 Leute vor Ort von Firma Zippel, freuen sich, alle Kunden zu sprechen, die Kunden sind offen. Ich kann eigentlich sagen, um auch den Talk von Sebastian Reimann von gestern aufzunehmen, es ist Partystimmung. Ja, also die Stimmung ist wirklich gut und man merkt 4 Jahre keine Transportlogistik, das tut irgendwie weh und das tut gut, dass wir alle wieder zusammen sind. Und wir haben erst gerade festgestellt, Axel, wenn die Konjunktur jetzt noch ein bisschen besser wäre, dann würden wir hier alle schon nackt auf den Tisch tanzen. Ja, also das würde ich auch so machen, aber auch wenn die Konjunktur besser wird, ist das toll. Und wir glauben auch, die Konjunktur kriegt einen riesigen Schwung nach dieser Woche. Also wenn diese Stimmung mitgetragen wird in die Logistik, ich glaube, dann sieht es sehr, sehr gut aus für dieses Jahr, wenn die Ergebnisse bis jetzt noch nicht so gut ausgesehen haben. Ab April, ab Mai geht es dann spätestens los. Genau. Ja. Innovationen stehen ja hier auch an ganz oberster Stelle. Die finden auch statt, auch in der Kundendiskussion. Digitalisierung ist ein großes Schlagwort, was jetzt auch wirklich in die Praxis umgesetzt wird. Und auch der nachhaltige Antrieb von Fahrzeugen, gibt es hier ganz tolle neue Ideen, wo selbst wir gesagt haben, das ist uns auch noch nicht eingefallen. Du, und wir, uns fällt sehr vieles ein, ja. Das weißt du ja. Also wir sind mit Wasserstoff, haben wir uns beschäftigt, das wollen wir machen. Wir fahren mit Biomethan und wir haben jetzt lernen müssen, es gibt noch viel bessere Lösungen. Und die sind alle schon bald serienreif und spätestens dann sind wir auch dabei. Ja, also es gibt Trailer, die elektrisch angetrieben werden, um die Zugmaschine zu unterstützen. Die Zugmaschinen verbrauchen dann bis zu 10 Liter weniger Kraftstoff. Der Trailer steht nachts an der Rampe, kann aufgeladen werden an der Wallbox. Für mich eine so innovative Idee. Ich finde das so klasse. Und mal ehrlich, da sind wir auch nicht drauf gekommen. Ja, aber unsere Freunde von Krone haben es gemacht. Ne? Ja. Also Krone hat es natürlich mal wieder gezeigt, Super. Dass es geht. Und wenn das System dann irgendwann noch mautbefreit wird, ich glaube, dann stellen wir alles um. Sind wir dabei. Den Appell können wir ja nochmal an die Politik richten, dass also auch umweltschonende Fahrzeuge, auch die 23 Erdgasfahrzeuge, die wir haben, doch schon gerne mautbefreit sein könnten. Ja, das als Gruß vom roten Sofa an die Politik, das wäre toll. An die Kollegen sowieso. Und ich glaube, Axel, wir müssen das Ding ja auch irgendwann mal wieder freiräumen hier, bevor das dann irgendwie nochmal wieder... Ja, es tut auch schon weh. Ja, ne? Ja, ich habe auch irgendeine Feder ist das hier. Kann das sein? Metall, Olli, oder was ist das hier? Also ich weiß nicht. Kommt was Spitzes raus. Hoffentlich bleibt dir nicht stecken, wenn du gleich aufstehst. Nicht? Aber man kann das Sofa ja auch drehen. Das ist ja auch eine... Auch die DVZ hat Innovation. Ja. Wir sitzen auf einem Drehgestell. Ja. Das kann man drehen und dann kommt ein blaues Sofa. Ja. Wo denn der Digital Hub Logistics Hamburg hier Interview drauf führt. Wir können ja noch nicht mitmachen, weil wir keinen Hoodie tragen.
Oder eine Kappe. Ich habe jetzt festgestellt, eine Basecap hilft auch. Und vielleicht kriegen wir, Olli, rüber redet nächstes Jahr ein grünes Sofa. Ich meine, so eine Drehbühne. Drittel? Ja. Nicht? Nee, vielleicht? Nee, geht nicht. Okay, wir reden nochmal. Du weißt, wir haben dich in der Hand. Aber liebe Freunde der Logistik, wir wünschen euch noch viel Spaß. Heute ist ja Gipfelfest auf der Logistik. Sie geht heute und morgen noch den ganzen Tag. Besucht gerne die Freunde der DVZ hier am Stand. Und wenn Sie denn schon mal alle hier sind in Halle B3 bei der DVZ, dennoch gerne rüberkommt zu Zippel. Wir haben auch einen Außenstand. Bei uns gibt es auch ein kühles Bier aus den neuen Bundesländern. Hier gibt es das Bier tatsächlich aus Hamburg. Also die DVZ hat keine Mühen und keine Kosten gescheut, um ihre Leute irgendwie zu unterhalten und gut zu versorgen. Das muss man schon lassen. Das habt ihr gut gemacht. Und nochmal ganz herzlichen Dank für die 2 Minuten, die wir hier sitzen durften, Olli. Wir sind stolz. Wir beide haben ja irgendwas im Keller, sonst hätte er uns ja hier nicht sitzen lassen. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Aber spätestens, wenn du uns nicht nächstes Jahr wieder sitzen lässt, dann kommt das raus. Wir sind ja Mitglied, wenn man das so sagen kann, in Wir sind Logistik bei der DVZ. Ein ganz tolles Format. Da können wir nur alle die Kollegen auffordern und wirklich animieren, sich auch mal mit der DVZ darüber zu unterhalten, da vielleicht auch noch mit auf die große Pinnwand zu kommen. Also wir sind auch drauf. Es ist einfach toll und da gibt es viele Innovationen. Und auch im Medienbereich wird man auch nicht dümmer, im Gegenteil. Genau, und am Ende des Jahres gibt es noch eine fette Leo-Party. Genau. Dann mehr geht nicht. Also wenn Publikation im Bereich Logistik, dann nur DVZ. In diesem Sinne, liebe Freunde, wünschen wir euch allzeit gute Fahrt.